So, hallo, hallo, herzlich willkommen. Oh, geh ruhig durch, oh, Ralle, ne? Lass dich nicht von mir stören, der hier versucht, eine professionelle Live-Sendung zu machen. So. Ja, wir hatten hier einige technische Probleme gerade im Haus, deswegen auch keine News und deswegen muss ich jetzt hier noch so ein bisschen rumschlawenzeln. So, gib mir mal eine Sekunde. Und ich habe hier mir was, eigentlich was Schönes überlegt und wenn das alles so klappt, wie ich mir das wünsche, machen wir jetzt das hier nämlich groß und dann machen wir hier und dann brauche ich nur noch den Stitz eigentlich mal eben. Dann kann ich nämlich auf ihn, so. Ist das der Stitz? Ja, so, Stitzi, komm, Stitzi, ich muss ihn anvisieren und... Geht nicht. Okay, hören die Leute aber gleich hier. So, Entschuldigung, dass alles so ein bisschen durcheinander ist gerade. Das macht es irgendwie auch sympathisch, ne? Dass wir ständig so professionell vorbereitet sind. Also sorry, wir hatten, wie gesagt, technische Schwierigkeiten. Deswegen auch die News nicht, da gab es irgendwie auch ein technisches Problem. Und deswegen hört man wahrscheinlich auch hinter mir jetzt noch den Nils und den Ralle so ein bisschen rumkrakeelen. Herzlich willkommen zu Rocket Miners. Schön, dass ihr da seid. Ich habe den Micha gerade gefragt, ob er mir vielleicht gleich einfach so einen Newszettel bringt. Dann lese ich die News einfach mal so runter vor. Ich warne die Regie schon mal vor, denn in all dem Chaos ist bestimmt noch nicht die Musik rausgesucht werden, die wir bestimmt gleich wieder hören wollen. Was machst du denn da, Chris? Ach, Chris macht mir noch mehr Licht, damit ich ein bisschen heller bin. Ich mache euch mal ein bisschen größer hier. Apropos Asynchron, sagen hier manche Leute im Chat, höre ich gerade. Das ist natürlich... Weg da so. Berechtigte Kritik. Ich versuche aber nebenbei mal das hier hinzukriegen, weil eigentlich hatte ich mir das hier so schön überlegt, dass ich hier bin und dann kann ich den Stitz einfach anklicken. So, jetzt hat es hingehauen. Jetzt sind wir der Stitz. So, der kann nämlich jetzt gleich steuern, welche Kamera das ist. Dann seht ihr hier die ganze Zeit die tolle Kamera. Ich sehe hier die ganze Zeit den supergeilen Chat, der natürlich wieder nur kreativ und produktiv mitwirken will heute. Und heute machen wir ein bisschen eine entspanntere Episode, was nicht heißen soll, dass ich mich nicht vielleicht zu einem Tänzchen hinreißen lasse. Aber ich habe mir zwei, drei Themen überlegt, zu denen ich heute was sagen möchte. Oh, hoi, 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 hoi. Oh, das ist ja eine schöne Lichtfarbe. Ein gesundes Ekelblau haben wir uns da rausgesucht. Oh, das ist zu hell, Chris, da wäre ich blind. Ich kann nicht mal mehr den Screen sehen. Oh, bitte töte mich einfach. Das ist echt angenehmer. Können wir da hinten, da ist doch noch Licht hinter dem Sofa, das können wir noch anmachen. Dann wird es ein bisschen hübscher im Raum. Ja, so ist besser. So sehe ich wenigstens aus, als hätte ich überhaupt keine Freunde und würde im Keller sitzen. Nee, mach mal hinten hinterm Sofa das Licht, vielleicht wird das dann ein bisschen besser. So. Hier ist alles völlig asynchron, sagen alle. Ja, passiert, passiert. Wird noch besser. Die machen das schon. Die sind ja nicht doof, deine Regie, und die haben die technischen Probleme hier alle top überbrückt. Oh, jetzt sehe ich schon, da hinten geht Licht an, so langsam. Hier war doch mal voll die Rundumbeleuchtung. Ja, mach dir... Alles gut, Chris. Dann mach einfach hinten noch die Tür zu Nils und Ralle zu und dann können wir loslegen. Und dann spielen wir mal ein bisschen Minecraft. Und ich mach mal meinen Stuhl runter hier, weil so hoch will ich auch nicht sitzen. Oh, so ist schön. So, hier, da links sehen wir schon, der Stitz ist schon am Rumfliegen, fleißigst. So, ich gehe mal auf den Server, denn, wie ihr sicherlich euch schon gedacht habt, spielen wir heute mal wieder ein bisschen Minecraft. Aber natürlich, ach, warum habe ich denn keinen Ton hier? Ist der Fernseherton aus, oder? Könnt ihr mal gucken, Regie, oder kannst du mir da helfen? Guck mal, ich habe hier nämlich überhaupt keinen... Ach, warte mal. Ah, ja, so reicht, nicht zu laut. Weil nachher habe ich meinen eigenen Ton drauf. Das ist natürlich auch blöd. Dann, oh, das Braune wollte ich da nicht hinsetzen. So. Oh, die ganze Tribüne ist schon voll, sehe ich hier. Hammer. Hier ist was los. Ja, hier wurden schon, rund um mich herum wurden schon einige Sachen eingerichtet. Wo fliegt denn der Stitz gerade rum? Ach, der guckt schon die ganze Zeit den Park an. Das ist nämlich ganz schön. Dadurch brauche ich nicht jedes Mal hier rumrennen und euch die ganze Zeit sagen, was es alles Tolles zu gucken gibt. Denn da ist eine ganze Menge. Guckt euch mal dieses super Drehrad an. So, ich wette, dass das wieder jemand ist, der mir, während ich on air bin, schreiben will, dass er mich gerade on air sieht oder so. Danke. Kriege ich auch so hin. So. Und das guckt sich alles der Stitz so nebenbei an, denn wir haben letztes Mal angefangen, diesen Freizeitpark zu bauen oder diesen Vergnügungspark und hier ist schon einiges entstanden. Da hinten sehe ich ein riesiges Huhn und hier sehen wir natürlich das Highlight, die riesige Kuh. So, Regie, haben wir meine Musik gefunden? Können wir meine Musik anmachen? Ich guck mal, ob hier auch keine Musik ist. Nee, müsste alles cool sein. Bin ganz gespannt. Ah, cool, okay. Dann würde ich sagen, ich baue einfach ehrlich gesagt mal schon weiter. Oh, da kommt meine Musik, meine normale Baumusik. Toll.
So, ich war mit meiner Kuh noch nicht so weit. Hier steht nämlich die Kuh, die ich als Vorbild hatte. Aber ich war schon zu dem Schluss gekommen, dass meine Kuh eventuell eher aussieht wie so ein Star Wars-Läufer. Oh, ich bin auf die Tribüne gelaufen. Ihr braucht doch nicht alle nur zugucken. Ihr seid herzlich eingeladen, auf rocketminers.de mitzubauen. Jeder darf hier fleißig losbauen, wie er möchte. Vielleicht gehen wir nachher nochmal bei den Häusern vorbei. Oh, guck mal, da ist ein Sprungturm. Oh, komm, das machen wir einmal. Ja, rocketminers.de, ganz, ganz toll. Heute haben wir auch was Besonderes. Es gibt hier eine Kiste, die gucken wir uns erst noch eben an. Irgendwo ist hier eine Kiste, da kann man jetzt Geschichten reintun. Moment, Moment, ich suche sie mal eben raus. Sind die hier die Geschichtekisten? Geprüfte Bücher, ja. Hier sind nämlich, ihr könnt eine Geschichte schreiben, die hier in die Kiste packen. Müsst ihr hier in den Trichter werfen einfach. Und nur in ein Minecraft-Buch natürlich. Und zwischendurch gehe ich immer mal an diese geprüfte Kiste. Da tun nämlich meine fleißigen Helferlein vom Rocketminers-Team. Danke nochmal an die. Oh, hier steht auch einer drauf und passt auf. Alter Schwede. Oi. Und der passt dann auf, dass keiner da Bücher raustut, klaut oder irgendwas reintut. Und da lese ich dann ab und zu mal ein Büchlein von vor. So, ich klaue mal eben die Kekse hier. So. Ist das jetzt gerade so ein Chat-Running-Gag? Wo bleibt Domian? Also es muss euch doch klar sein, dass Domian natürlich erst, wenn überhaupt, in Wir müssen reden kommt. Also ich bin mir nicht sicher, ob er da ist oder nicht da ist. Ich bin ganz gespannt. So, ich will auch auf den Sprungturm. Die Musik gerne bei mir noch ein bisschen lauter. Oh, da kommt Hannes. Oder Hannes, ich muss da eben. Ja, der war da dran. Wieso? Ach so, nee, ach, das Untermopsi, nee, das war schon weggespotzt. Danke, Hannes. Tschüss, Hannes. So ist schön, so höre ich meine Mucke auch. So, Sekunde, Sekunde. Ich will hier auch runtergucken. Oh, das ist ja mega das Spaßbad. Los geht's. Hui! Cool. Ja, ihr seht schon, man kann eine ganze Menge Spaß hier haben. So, aber jetzt erstmal baue ich mal meine Kuh weiter, denn wie ihr schon seht, hängt die ganz gewaltig hinterher, hinter dem sonstigen Standard an Bauwerken, die wir hier so haben. Ja, das Euter muss ich nachher auf jeden Fall bis hier bauen, denn da sollen ja später sollen da Milchstrahlen rauskommen. Und dann ist das eine Milchbar, meine Kuh. So, was wollt ihr? Hä, wieso ist denn da schon wieder ein Huhn drin? Oh, Mano! Tot, tot. So. So, so, so. Alles klar, jetzt muss ich mir aber erstmal in Ruhe angucken, was ich jetzt eigentlich als nächstes am besten mache an der Kuh. Denn es fehlen ja noch die Flecken. Dann fehlen noch die Hörner. Dann fehlt noch irgendwas, das man zumindest als Mund vermuten könnte. Hat die eigentlich ein Schwänzchen, so eine Kuh? Nee, die hier nicht, ne? Ja, aber wir machen nachher irgendwie so einen kleinen Poppel dran. Uiuiuiui, die Nase fehlt ja auch noch, die so umrandet ist. Das kriegen wir aber hin. Dann machen wir das jetzt mal. Gucken wir mal, wie wir es auf eine Nase dran kriegen. Ich muss einmal gucken. So. Können wir die Musik noch ein kleines bisschen lauter bei mir machen? Ich weiß nicht, wie es im Stream ist. Die sagen mir bestimmt, ob es gut ist. Danke. Ich glaube, ich muss die Augen höher setzen nachher. Sieht vielleicht ein bisschen dumm aus, aber werden wir merken. So. Denn die Nase muss ja dann... Ich glaube, wir bauen eher ein Schwein gerade. Scheiße, ey. Ich habe echt alles verkackt an der Kuh. Das ist echt die pure Katastrophe, das Vieh. Oh Mann, wie soll ich denn das je gut hinkriegen? Das wegmachen. Da dann so weiß hinmachen. Guck, ist geil, ne? Weiterhin. Ja, die Playlist wollte ich heute mitbringen. Jetzt habe ich aber heute festgestellt, dass leider jemand aus der Universal-Liste mein Projekt gelöscht hat. Das heißt, ich muss mir die Lieder nachher einmal alle manuell raussuchen. Sorry dafür. Lade ich morgen dann direkt ins Reddit einfach mal die Liste. Dann könnt ihr alle gucken, ob euch die Musik so gut gefällt, wie sie euch hier gefällt. Denn das sind ja alles so Universal-Songs. Ich weiß gar nicht, ob euch das so viel bringt, wenn ich die hochlade, aber ich mach's einfach mal in bester Absicht. Oh, das war natürlich jetzt nicht so pfiffig. Oh
Gott, das ist echt grauenvoll. Was baue ich denn da? Das sieht alles so schrecklich aus. Wenn die Nase ein bisschen rosa machen? Gott, ich traue mich gar nicht runterzugehen und mir das anzugucken. Ich glaube, das ist echt der absolute Mega-Abfall, was ich hier baue. Ach komm, mach das Gesicht ein bisschen. Oh, so, komm, was soll der Geiz? Ups. Das ist nicht so eine gute Idee, das Rosa. Was habe ich da eigentlich eingebaut? Ich weiß überhaupt nicht, mit welchem Werkzeug ich das abbaue, weil ich so ein komisches Ding gebaut habe. Ah. Oh Gott, ich gehe einfach mal gucken. Oh Gott, was ist das? Oh nein, das ist ja absoluter Mega-Reinfall. Kuh. Mein Gesicht ist einfach viel zu klein für die Kuh. Das ist echt absolute Megakatastrophe. Die Augen sind aber ganz außen bei der. Das hilft uns natürlich. Vielleicht können wir da wenigstens noch ein bisschen was retten. Oh Gott, die ist echt so schrecklich. Ja, seid gnädig mit mir. Ich gebe mir echt Mühe, aber ich bin jetzt auch nicht... Oh, der erfahrenste Baumeister. Wie vielleicht der ein oder andere gemerkt haben mag. Ups. Aber ich wollte mir nicht helfen lassen. Das heißt, ich muss jetzt auch so ein bisschen drauf losbauen. Ja, ich weiß, der Kopf muss eigentlich größer, aber ich will jetzt nicht alles nochmal abreißen. Das ist jetzt die Frage, ne? Was sagt denn ihr? Soll ich jetzt alles. Soll ich jetzt alles abreißen? Und mir sagen, okay, du musst von vorne anfangen, alles grauenvoll, oder soll ich lieber versuchen, die Kuh fertig zu bauen, was wahrscheinlich ein bisschen unterhaltsamer wird, wenigstens. Ich glaube, es wird schon noch sehr unterhaltsam, mir dabei zuzusehen, wie ich mit dieser Kuh absolut scheitere. Ist das dunkelgrau? Ach shit, ich brauche doch schwarz. Ich kann mal so kommen. Größer ist besser. Von vorne. Nee. Ach komm, abreißen? Oh Gott, bitte, ey. Das macht ihr jetzt doch nur, um mich zu ärgern. Ja, okay. Aber dann, ey, ganz abreißen ist richtig grauenvoll. Guck mal, wie ätzend das für mich wird. Die ganze Kuh abreißen. Das wird doch richtig schrecklich. Dann können wir lieber versuchen, was anderes noch draus zu bauen, bevor ich es komplett abreiße. Ich will nicht alles nochmal von vorne machen, das macht mir keinen Spaß. Ich will echt nicht alles nochmal machen. Warte, ich guck mir die Kuh nochmal an, vielleicht kann man es ja doch noch retten. Ohne einen kompletten Abriss. Mann. So, Kuh. Das heißt, ich habe hier 1, 2, 3, 4 gelassen. Auf was soll denn der Quatsch? Kannst du mir wegmachen? Das ist total nervig, so ein Quatsch. Das kommt dabei raus, wenn man sagt, freies Bauen, ne? Nur Unfug. So, das heißt, ich mache jetzt erstmal die weg. Dann baue ich die Kuh einfach breiter. Wir kriegen das schon noch hin. Macht euch keine Sorgen. Ey, warum treffe ich das nicht? Hau ab! Ach, ruckelt ein bisschen, so. So, wenn ich jetzt quasi hier so mache. Pff, das ist ein riesiges Bein. Ich will die Beine aber hohl lassen, ne? Ja. So, dann kann ich theoretisch, die kann auch noch weg.
Wir geizen mal richtig mit den Baumaterialien. Wie soll ich denn Domian bauen? Die Community kann ja mal Domian bauen. Ihr seid ein bisschen fitter als ich. Los, schwingt euer mal eure Hintern da von der Tribüne runter und baut mal Domian. Los, faules Volk. Hab ich eigentlich meinen tollen Skin schon wieder gezeigt? Oh. Cancel, habe ich gesagt so. Oh, ja toll. Oh, hat der Mihawk gebaut. Ups, jetzt hab ich... So. Gott, die Kuh wird so riesig. So viel braune Wolle habe ich doch in 1000 Jahren. Ich habe die ja schon geklaut. Alter, was geht jetzt ab wieder? Richtiger Massiv-Song. Ist die Musik eigentlich laut genug? Hört man die auch schön im Stream? In Stream drinne? So, jetzt die Frage, dann kann ich die ganze Wand ja theoretisch, also die Wand, die Seite der Kuh, den Körper abreißen. Ja, jetzt hört man es auf jeden Fall, danke. Mehr Hühnchen. Kann ich überhaupt so hoch? Nee, natürlich nicht. Machen wir später. Erstmal neues Baumaterial beschaffen. Ja, die schmeißen mir immer Eier in meine Kuh. Aber ich wollte ja auch noch über Themen reden, ne? Ich mach mal gerne Themenvorschläge im Chat. Ansonsten habe ich auch ein paar vorbereitet, aber die sind eher was für ein beschaulicheres Lied. Deswegen, das Lied ist ja so, fangt ja ziemlich die Scheiße aus mir raus, auf jeden Fall. Während ich hier versuche, den Kuhumbau zu retten. So. Politik, Domian, Fußball. Oh, VW hat jemand gesagt. Bei VW habe ich ja jetzt gehört, dass es tatsächlich auch Leute gibt, die im Moment so... Könnt ihr wieder ein bisschen, ein kleines bisschen leiser bei mir machen, Regie, die Musik? Ich weiß auch nicht, was ich will, aber... Das wäre angenehmer, dann kann ich mich... Dankeschön, traumhaft. Da habe ich gehört, dass jetzt ganz viele Leute... Boah, dieser Scheinwerfer brennt mir die Augen raus. Dass es jetzt ganz viele Leute gibt, die jetzt so eine Art... Love Storm hat es jemand genannt, aber ich habe letztens eigentlich gelernt, dass das ein Candy Storm ist, wobei Candy Storm ist, glaube ich, jetzt nur positiv ist, ne? Jedenfalls, dass nach der VW-Affäre relativ viele dann plötzlich angefangen haben und gesagt haben, oh, jetzt hört mal auf, VW, die sind eigentlich voll die Guten, das mag jetzt zwar hammer scheiße gewesen sein, aber eigentlich sind die super nett. Und fand ich ein ganz faszinierendes Phänomen, dass es, also, weil ich mich gefragt habe, wie beliebt muss eine Firma sein, damit sie nicht mal mehr gehasst wird, wenn sie einen Fehler gemacht hat, sozusagen. So wie wir, quasi. Ups. Meckerhock, ich sag doch nur, dass das Licht so doll brennt. Das darf man ja wohl noch sagen, wenn es in den Augen wehtut. Ihr müsst mich ja gleich angucken mit feuerroten Augen. Hör mal auf, da unten! Nichts als Quatsch im Kopf. The Community. Oh, da kommt man auch noch ran. Ich warte mal so ein bisschen auf... Ich warte immer noch so ein bisschen auf Chat-Impressionen, denn ich glaube ja noch daran, dass den Chat, dass man den auch sehr sinnvoll mit in sein Programm einbinden kann. Also, dass da vielleicht auch die ein oder andere sinnvolle Meinung bei rumkommt. Viel Spaß! Danke, Nils. Tschü, Ralle, tschü! Ja! Ralle, dieses kamerageile Schwein. Ach, oh, da ist er noch. Hallo! So. Schade, dass ihr es nicht seht, wie Ralle gerade versucht, mich zu sehen, an dem 2 Meter hohen Scheinwerfer vorbei. So, das müssen wir alles noch einsammeln hier. Was ist das? Gehört das mir? So. Ist keine Fehler mehr, jetzt muss die Kuh genau stimmen. Oh Gott, eigentlich muss ich mir noch eine Schere bauen. Oh, hier Kakao braucht auch kein Mensch. Ach, komm her, so. Zack, zack. Oh. Ups. So. Ja, jedenfalls VW Candy Storm bzw. Hard Storm. Ich bin mir nicht sicher, wie man es nennen soll. Ich würde es einen Candy Storm nennen, weil ich mal so gelernt habe.
Aber eigentlich, ja, ist auch nicht das richtige Wort, ne? Weil ja erst wurde ja gesagt, alles Kacke, was ihr macht. Und dann haben Leute nur deswegen gesagt, dass es gut ist. Weil sie den Konzern in Schutz nehmen wollten. Eigentlich können die ja auch nichts dafür, dass sie betrügen müssen, ne? Das ist natürlich nur, weil die Bestimmungen so hart sind. Eigentlich wahrscheinlich. Die armen Millionenkonzerne, hä? Keiner nimmt sie in Schutz. Müssen sehen, wo sie bleiben. Ich wollte ja alles so machen. So, aber erst müssen wir jetzt eigentlich mal nach oben und weiter bauen, ne? Ich muss ja die Seiten auch noch bauen, stimmt, fast vergessen. Stimmt die Höhe denn wenigstens noch? Ja, ich weiß, ich brauche ein bisschen länger für die Kuh, aber ist doch ganz schön, dass man ein bisschen länger in Ruhe gucken kann beim Bauen. So, hier hatte ich die Höhe gemacht. Jetzt, okay, jetzt nehmen wir es jetzt aber ganz genau. Ich muss sowieso nochmal hoch. Also, 4, 4. Hoch haben wir, müsste die dann. Oh Gott, ist das nervig zu gucken. Falls auch so doll spiegelt, da kann man es gut sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh Gott, ich kann mit dem Licht hier nichts sehen. Auf dem Laptop vielleicht besser? Nee, auch nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kann das stimmen? 11, bis der Körper kommt? Wahrscheinlich einen vom Körper mitgezählt. 10 ist bestimmt gut. Ach, ich sag 11. 11 ist richtig. Punkt. Wir machen jetzt 11. Ruhe jetzt. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Und dann müsste erst der Körper kommen. Dann ist die Ebene ja falsch. Oh. ist die Ebene ja falsch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das ist doch richtig. Ich hatte den unteren nicht mitgezählt. So, jetzt aber um mal beim Thema zu bleiben. Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, das ist natürlich schon das Dankbarste, was einem passieren kann, so ein Hardstorm. Ne, wenn man eigentlich quasi Mist gebaut hat, aber ist das ein wirklicher Storm? Also ich habe ehrlich gesagt es überhaupt nicht gesehen, aber ich bin auch nicht so der Facebook-Typ und für mich ist diese ganze VW-Affäre, in Anführungsstrichen, ist so, ja, wobei war schon eine Affäre, weil es ja in allen Medien war, ist für mich so im Facebook abgelaufen. Weil ich immer alle Leute erzählen, oh, alle bei mir posten das. Und so, okay, krass, wenn alle das posten, dann muss es ja richtig Relevanz haben. Ich meine, das posten immerhin alle. Oh, jetzt ist die Frage, ist der Abstand jetzt noch richtig? Ich habe den ja jetzt nach hinten verlängert. Muss die ganze Kuh ja auch nach hinten länger werden. Sind jetzt noch 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ups. Müssen wir natürlich mal nachzählen, wie weit es in Wirklichkeit ist. Gott, meine Augen wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sind es in Wirklichkeit. Das heißt, ich muss auf jeden Fall das ganze Bein nach hinten legen eigentlich. Dafür will ich aber eigentlich lieber eine Schere. Ich hatte mir doch irgendwo eine Schere hingetan, oder? Hatte ich die einfach nur alle weggeworfen? Was ist da so drin? Ja, die können wir mitnehmen. Alle am Rumgrölen da unten. Ich höre die ganze Zeit nur Leute rumbölken. Ich hatte doch hier irgendwo noch so Kisten. Wer hat denn meine Kisten geklaut? Ach, hier sind die noch. Oi, 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 oi. Da ist noch ein bisschen was drin, ne? Pff, find's ja nix. Was hab ich denn hier gemacht? Oh, braune Wolle, die können wir immer gebrauchen. Kann das da wieder rein? Die will ich noch mitnehmen. Den Pufferfisch brauchen wir nicht. Da ist noch eine. Bisschen kaputt schon, aber shitty all. Besser als nix, sag ich. Wenn man so ein ganzes Bein abreißen will. Naja, jedenfalls so ist schon sehr dankbar, so ein Hardstorm. Wer hat denn die ganzen Schafe schon wieder freigelassen? So, es waren 6. Das heißt, ich muss das Bein komplett nach hinten verlegen. Kriegen wir noch hin, da muss das Haus da halt vielleicht weichen. Seid nur schon mal vorgewarnt, liebe Nachbarn. Ich grab euch jetzt die Hütte weg hier.
Da freuen sich die Nachbarn, wenn man 3, 4 so weit muss hat. Da sind überall Löcher in der Erde. Was für ein Mumpitz. Wer baut denn sowas? Das war, glaube ich, ich auch noch, ne, der dann das nur erstmal wieder dicht gemacht hat. Ich habe ja letzten Hearthstone, wisst ihr, wer man Hearthstone vertragen könnte? Tauben. Ich habe ja die Entscheidung getroffen, dass ich finde, dass Tauben ein ganz großes Imageproblem haben und vielleicht nicht ganz verdient. Die haben so dieses, ja, die Ratten der Lüfte, kriegt man Krankheiten, bäh, pfui, pfui, alle verbrennen und auch nicht füttern darf man auch nicht und so. Ich weiß gar nicht, ich glaube schon, dass Tauben schon dreckig sind, so, ne? Das, ich will überhaupt nicht in Frage stellen, dass Tauben vielleicht nicht die saubersten Lebewesen der Erde sind, aber ob sie jetzt so unglaublich dreckig sind, bin ich mir auch nicht sicher. Also ob jetzt so Tauben wirklich der ultimative Schmutzfink der Natur sind und wirklich so mega schlecht. Ich meine, das sind auch nur Lebewesen. Die wollen auch nur rumfliegen und einfach so irgendwie einen guten Tag haben. Also wenn ich eine Taube wäre, ich würde es jetzt auch nicht so hammergeil finden, wenn ich irgendwie... Also ich sehe auch ganz oft Tauben, denen irgendwie ein Fuß fehlt und so. Und ich habe schon ganz schön Mitleid mit denen. Immer. Ich denke mal, oh, ne, das ist jetzt auch nicht so... Oh, haut mal ab, ich will hier echt bauen. Das ist jetzt auch nicht so hammergeil dann immer, dass die armen Tauben... Oh Mann, Leute, ihr steht echt im Weg. Dass die armen Tauben quasi dann überhaupt gar nicht die Chance haben auf einen Imagewandel, weil wir sie immer ihnen diese Propaganda hinterher schreien. Kollege, du stehst da, wo ich bauen will. Ja, ich finde Tauben auch nicht toll so, ne? Ich werde jetzt überhaupt nicht so mega die Lanze für Tauben rechnen, aber ich meine, es sind halt Lebewesen, also, und wir tun immer, als ob die rumfliegen und ja, Säuglinge abtreiben. Ungewollt. Säuglinge abtreiben, und dummer Satz. Kinder abtreiben. Ich brauche überhaupt keinen Bogen. Hier, Michi, schenke ich dir. Dankeschön, aber du stehst im Weg. Will ich mal haben. Leute, könnt ihr nicht auf meinem Bau rumklettern? Ihr könnt ja gerne sein und so, da habe ich überhaupt nichts gegen. Aber es nervt ein bisschen, wenn ihr immer darauf rumklettert, wo ich gerade bauen will. So. Ich gucke nebenbei immer noch in den Chat. All Thunfish must die. Wieso hat ihr denn mal gesagt, dass alle Thunfische auch dran glauben sollten? Oh, jetzt können wir ja so ein bisschen einen Glaubenskrieg anfangen. Wobei, nee, ich finde das auch legitim, die Meinung zu haben, ist, dass man Thunfisch trotzdem essen darf. Also ich versuche echt auf Thunfisch komplett zu verzichten, weil ich irgendwie... Aber es ist auch Halbwissen, warum ich das mache. Also weil irgendwie mir mal jemand erzählt hat, dass es halt eben total scheiße ist und dass es schon lange nicht mehr so viele gibt, wie man mal gedacht hat und gesagt hat und dass es eigentlich man aufpassen sollte, gerade wegen dem vielen Beifang auch, dass man es eben nicht mehr essen sollte. So, Sekunde, sorry. Deswegen habe ich dann einfach irgendwann entschieden, okay, ich versuche halt auf Thunfisch zu verzichten. So, so. Oh, hey, ich habe die Taste doch gedrückt. Wieso bin ich da jetzt runtergefallen? So eine Kacke. Ja, muss man hier wieder hochbauen. Und habe dann jedenfalls entschieden, dass ich auf Thunfisch eigentlich verzichten will, soweit wie es eben irgendwie geht. Kollegen, ich baue euch da ein, ne? Deckel zu. Klappe zu, Affe tot. Ja, und jedenfalls, wo war ich denn jetzt gerade? Jetzt haben die mich abgelenkt. Ja, ich will jedenfalls versucht, wenig Thunfisch oder gar keinen Thunfisch zu essen. So, ich versuche mal. Das Bein ist ein Block zu weit innen? Oh, danke fürs Bescheid sagen. Das wäre ja wieder scheiße geworden. Wenn mir jemand einen Gefallen tun will, könnte er immer versuchen, mir einfach ein Dings zuzuschmeißen. So ein, eine Schere, weil ich habe gerade kein Metall dabei und will nicht immer wegen einem blöden Werkzeug zurückrennen. Vielleicht wollten die mich darauf aufmerksam machen mit ihrem Rumgehüpfe in meinem Kuhbein. Ja, ich liebe Thunfisch auch sehr. Ah, vielen Dank. Ey, nicht mehr direkt Bücher zu werfen. Das ist einfach Betrug. Die hören hier rein, die Bücher. So.
Alter, hat auf jeden Fall trainiert, die Kuh. Na, jedenfalls Thema Thunfisch waren wir gerade. Hab ich noch mit Teilnehmer geschmissen. Ja, hat auch jemand im Chat gerade geschrieben. Ich habe jetzt gar nicht so schnell gesehen, wer. Weniger Thunfisch essen, dafür Tauben. Tatsächlich ist, sorry, alle Vegetarier weg, aber Täubchensuppe ist sehr lecker. Kann ich nur empfehlen. Siehst du, das wär, eigentlich würde das zum Image von Tauben sogar beitragen, weil ein Großteil der Bevölkerung ist nun mal Fleischesser. Zumindest gehe ich davon immer noch aus. Wahrscheinlich hat sich jetzt nicht die Zahl plötzlich rasant geändert. Also ich weiß, es gibt viele Vegetarier, aber ich glaube, der Großteil der Bevölkerung isst momentan immer noch Fleisch. Ups. Und wenn man jetzt die Taube als Nahrungsmittel wieder etabliert, Taubenschutz durch Taubenessen, kann man sie vielleicht wieder ein bisschen im gemeinen Volksmund, kann man die Taube so ein bisschen aufwerten, indem man sie sich in den Mund stopft. Weil die, weiß nicht, könnte man so eine Taube einfach fangen, so die gemeine Stadttaube und sie dann quasi wegnaschen? So, hier, das muss er noch weg. Oh, das Euter muss ich auch noch abreißen. Tut mir leid, Kuh. Ah, au, ah, ich leide so wie du. Oh, oh Gott. Ah, schrecklich. Oh nein. Hannes läuft gerade weg. Hannes! Werbung. Oh, Werbung? Ja, dann kann ich mir nämlich gerade mal eine Apfelschorle holen. Ich habe nämlich ein bisschen Durst. Alles klar, dann sehen wir uns nach der Werbung wieder, dann baue ich das Euter an meine Kuh wieder dran. Dann reden wir noch so ein bisschen über was können wir da mal alles reden? Alles, was ihr gerne redet, so Flüchtlinge redet ihr auch sehr gerne drüber, weiß ich. Und vielleicht auch Steuern, Erbschaftssteuer können wir noch drüber reden, auch ein schönes Thema. Und über vielleicht meine schönsten Kindheitserinnerungen, um auch was Schönes zu haben. Darüber reden wir heute noch. Also bis gleich, nach der Werbung.